Ich geh für dich durch Himmel und Hölle, durch tausend und eine Nacht. Lassen unser Feuer löschen. So, ich blick so, nee, was wir gehen hier ab, so Spaß. So, ja, wir kommen hier bei Bad Spence und Terence Hill, Steps and Beans. So, Manistee 6, so, halt angezockt. So, Video ist ein bisschen gemischt. Wenn ich gerade die besten 10 zeige, so, und viel Spaß halt. Gell? Und immer schön liken, abonnieren und tschüss. So, ja, so geht halt ab. Hier, Bud Spencer und Terence Hill, Steps and Beans, so. Eben das war Spaß, ja. Spaß als Spaß, Spaß. So, egal, Spaß, Spaß. So. Ich zeige es hier gerade. Ich war gerade bei der Hälfte ungefähr vom Spiel. Gibt so 13 so Levels, 14. Ich war beim 8. Level. Dann zeige ich halt hier immer nur gerade hier so kleine Einblicke halt. Von einzelnen Levels so halt wie geht zu so Minigames und so, zeige ich alles, so wie es halt unterschiedlich aussehen kann, das Spiel halt. Jetzt sieht es nur aus wie so ein Prügler-Spiel, ist es aber nicht. Kommt aus den Minigames, kann man Auto fahren und sowas. Sowas zeige ich halt alles. Ja, Bud Spencer wird schon Grab umdrehen, halt. Weil mit so einem Spiel mal geehrt worden ist. Es gibt ja sonst keine Spiele von Bud Spencer oder so, ich weiß nicht. Alle wird sich darüber freuen, wenn. Ist leider schon seit 2 Jahren tot. Seit 2016. Terence Hill lebt noch, glaube ich. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich, ja. So. Ja. Auf jeden Fall wird er sich darüber geehrt fühlen, dass jemand mal ein Spiel darüber gemacht hat. So, hier so Kleinigkeiten halt, zeige ich hier erstmal. Also ich finde geil, für mich der Held des Jahres. Halt. So. Halt hier so kleine Anlagen muss man manchmal machen. Dann da der eine da mit den grauen Haaren, der hat ziemlich oft einen Film da gekriegt von dem, ey. Die essen ja immer viel Topf mit Bohnen, halt. So eine Bratpfanne voll gemacht mit Bohnen, essen sie immer. So, hier ist zum Beispiel so wie so ein Minigame, so eine Art halt. Ein Pferd, da kann man mal springen, sonst kann man nicht springen. Sonst kann man nur schlagen, mit Viereck. X ist quasi Special-Angriff. Kreis ist dann abblocken. Im Dreieck kann man Sachen aufheben halt. Mit irgendeinem L oder so kann man halt kann man laufen. Und mit dem Stick. Mit dem anderen L1, R1 oder was, wie auch immer, da kann man halt die Leute wechseln zwischen Bud und Terence halt. So, aber hier, das Coole, sind halt hier die Schauplätze, sind quasi original nachgetreut von dem ganzen Film. Aber nur wo die zusammen gemacht haben. Na, hier, wo der Bud Spencer alleine gemacht hat, hier Plattfuß am Nil oder so, finde ich der beste Film. Ist natürlich die Schaustelle sind natürlich dabei. Nur wo die zusammen gemacht haben, halt im Western, Miami Cops. Und ja, die anderen Stellen halt. Filme. So, hier ist zum Beispiel auch so was wie so ein Minigame. Kann man nicht steuern, kann man nur halt Viereck drücken. So, zack. Gerade ein paar so Minigames so gezeigt, so. Also von ganzen Filmen sind ganzen Schauplätze halt dabei. Stellen, Schauplätze heißt das. Scheiß Text Deutsch, ey. So, egal. So, weiter. Da kennt man ja auch. Hier der Gouverneur. Macht halt seine Meute. Und dann gibt es sie erstmal jetzt. Da kennt man auch sowas. So, schön aus der Bude geprügelt. Das ist so wie Minigame. So, naja. Ja, halt das Gelbe ist halt die Energie, die blauen Dinger sind halt mit X ist quasi ein Spezialangriff. Bud Spencer haut einmal so, oder Bud Spencer Hammer auf dem Kopf so, der Terence Hill macht einfach seine Superklatsche. Tausendmal klatscht er dann in der Sekunde, eine in die Face. So, die Dark hätten wir ja auch. Die Leute, wo da Musik spielen, die sind auch in irgendeinem Film, sind das auch so Banditen oder was. Ja, die so irgendwann vermöbelt werden, spätestens sind Freunde oder was. Ja, wie auch immer. So. Ah, hier ist mein Spruch zum Minigame. So. Boah, vorher schnell im Reden, ich kriege ja schon Herzinfarkt. So. Ah ja, also Micro Machines Autos. Gibt noch ein anderes Auto-Minigame-Spiel, das ist dann halt so. Ja, einfach nur von links nach rechts, nicht so wie hier Micro Machines. Habe ich das auch nicht gezeigt, aber es gibt halt mehrere. Wie gesagt, schon das Spiel ist halb durch. Schon ein paar Sachen nur gezeigt, so halt, wie es aussieht.
kommen halt öfters so Kleinigkeiten da, so Minigames halt. So. Und naja. Ich zeige auch gleich noch einen Endgegner, dann habe ich doch nicht gepackt. Also das nächste Mal, wo ich gezockt habe, habe ich schon gepackt. Oh ja, Platz 1, sorry. Ja. Nur scheiße, dass da keine Stimme dabei ist. Halt. Also man kann nur lesen. Wäre cooler, wenn die Stimmen noch dabei wären, aber geht ja leider nicht. Na, dafür sind die Geräusche, wenn die einen haben, verprügeln, noch original von früher. Dich, 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 bounce, 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 bounce. Tolles Kick. So, cool, mehr, ja, so, cool. Genau, tolles Kick. So, cool. Also für mich halt der Hit des Jahres. Macht auf jeden Fall gut Spaß. So, ich habe schon 9 Levels von 13, 14, 15 habe ich schon gemacht. So, ich meine, auch das ist gut, aber auch cool. So, jetzt mal verprügeln, ne? Ja, die ist normal, wenn man auf eine Kirmes ist, ein Auto einträgt. Autoscooter, die lösen sich auf, bleiben nur noch die Menschen übrig. Das ist normal, das ist alles echt. So, da geht ab, ey. So. Dambaramba, Dambaramba. Da. Aber die Mistgeburtblatt. Sachen also kann man aufheben. Ab und zu gibt es halt so Bratpfannen, wo Bohnen drin sind. Deswegen heißt es ja Beans. Und abends so, ja, die trinken auch Bier. Die Gegner hinterlassen noch Bier manchmal, sie krügeln. Die können sie leer trinken, dann kriegen sie wieder Energie und die blauen Dinger füllen sich wieder auf. Und man kann auch die Sachen auf die Gegner auch schmeißen. So, die Energie habe ich hier bei dem Versuch nicht gepackt. Man müsste einfach dort unten, wo der blaue ist, da kann man so machen wie so eine Rakete. Und dann schießt dann auf den Gegner drauf und dann ist er so betäubend. Ja, dann kann man richtig schlagen. Ich habe versucht, so zu kaputt zu hauen. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Einmal hätte ich fast so gepackt, ohne unten die Hilfsmaschine. Na egal. So. Aber ich hätte nochmal gezockt, aber ich habe halt mit der Maschine gemacht, weil ich ein Video angeguckt hatte, dann habe ich das dann gepackt gehabt. Egal. Der scheiß Clown, also ein Wichser, ey. Scheiß Asi da. Guck, Energie jetzt kann man mir abziehen. Alter, der mir noch viel mehr. Na gut, da packe ich nicht, ist egal. Kommen halt mehrere Endgegner noch so. Wahrscheinlich so 3, 4, 5 Stück. Davor der Endgegner war irgendein Typ, der hat so Dynamit geschmissen. Musste man Dynamit zurückschmeißen. Auf dem Zug halt. Naja, egal. Auf den Zug. Auf dem Zug. Mit in Zug, auf dem Zug. So, dann kommt hier noch so ein Minigame. So, das ist auch cool. So, muss man halt genau an der richtigen Stelle halt drücken. Anzug wird schneller. Und dann kann man irgendwann halt mal Bier trinken. Und dann wird die Geschwindigkeit verringert. Habe ich da in dem Moment aber auch nicht gepackt, aber egal. Nur mal zu zeigen, so wie das aussieht halt. Das sieht doch cool aus, ey. Die Original sehen sie aus, ey. Haben sie gut gemacht, die Entwickler, da. Ja, mir macht das Spiel auf jeden Fall gut Spaß. Halt. So, da sind halt jetzt aus mehreren Stellen so zusammengeschnitten halt. Wie gesagt, ich habe die überall durchgepackt. Die eine Hälfte packe ich noch da irgendwann durch. Vielleicht mache ich davon auch von der anderen Hälfte und noch ein Video mal gucken. Aber nochmal so erstmal hier notiert zu zeigen, wie cool es ist halt. Aus Respekt von Bud Spencer oder so, habe ich gerne noch dafür auch 27 Euro bezahlt. Ja, war schon runtergesetzt, glaube ich. Was hat jetzt 2,4 GB oder so. Ja, auf jeden Fall war das Geld auf jeden Fall wert, macht auf jeden Fall Spaß. Deswegen. Gut, diese Stellen sind halt ein bisschen schwieriger. Also ich war da Terence Hill, deswegen hat verloren. Ja, weil Spencer konnte immer mehr essen als ja in den Filmen. Na. Gnadenlos verloren, ja, gegen Bud Spencer kann man nur verlieren. Na. Da kann man nur verlieren. Es gibt Bud Spencer am Arm. So. Hey Keule, ich bekomme einen Haufen Bananen. So. Game over. Ja, ne, auf jeden Fall ein cooles Spiel. Bitte weiter Videos zu mir gucken, bitte liken, abonnieren. Und dann verabschiede ich mich von dem wunderschönen Spiel bei Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans. So. Und gut. So, ja, so hab ich noch vergessen. So, hier, man kann auch Jukebox noch machen. Halt. Quasi, man hat so 10, 20 Lieder, wo von den ganzen Levels sind. Hört sich noch cool an. Ja, und Credits halt, so, egal. So, ich hab mir gedacht, ne, ich mach kein weiteres Video davon.
weil sonst hätte ich ja fast alles gezeigt. Jetzt habe ich noch durchgepackt gestern Abend. Die 13 Levels. Letztendlich, naja, war noch gut schwer. Und ja, hier sind halt die Lieder. Da ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt noch auch die anderen zwei Minigames noch zeige, in das andere Autorennen spielen, noch gibt noch andere, wo ein 2D ist und sowas. Ich muss nicht alles zeigen, sonst hätte ich direkt jetzt durchzocken können. Also, ja. Egal, so, genug gezeigt. Halt, auf jeden Fall geiles Spiel. So, auf den Schalter, hat das Video gefallen, bitte liken, abonnieren. So. Und jetzt kommt noch der Haufen des Elends. Da passiert, wenn man sich ein paar spezielle Zelle anlegt und tschüss.